Wir wollen jetzt zu der Aktion Ende Gelände aufbrechen und ich glaube, wir halten eine ganze Weile aus und irgendwann wird es uns dann hoffentlich gelingen, den richtigen Weg in die Grube zu finden. Guten Morgen alle zusammen. Wir würden jetzt mal hier anfangen, die Finger aufzustellen. Climate Justice! Now! Climate Justice! Now! We are on our way to the pit and it's really early in the morning. I don't know the time because I left my clock in my tent and we are a lot of people moving. Heute Morgen um kurz vor sieben sind etwa 1000 bis 1300 Menschen aus Lützerath beim Klimacamp losgezogen, haben sich in vier Gruppen aufgeteilt und haben dann versucht, Polizeiketten zu umfließen, zu überwinden. To see you. Hey, you made it, guys. Yes. Fuck yeah. And we're gonna make down there. Die Leute vernetzen sich einfach hier und das ist halt total toll. Man hört irgendwie an jeder Ecke verschiedene Sprachen. Die Strukturen sind auch mehrsprachig organisiert. In jedem Finger laufen irgendwie Internationals mit und man findet halt ganz toll zusammen, weil das Thema halt wirklich, also da sieht man halt auch wirklich, dass es nicht nur eine Phrase ist, dass das ein internationales Problem ist, sondern dass wirklich auf der ganzen Welt sich Menschen damit inhaltlich und aktivistisch beschäftigen. Braunkohle ist ja nun mal der Klimakiller Nummer eins weltweit. Und was hier freigesetzt wird mit der Braunkohle, die hier abgebaut wird, trägt auch da ganz direkt zum Klimawandel bei, die nicht nur die Umwelt hier vor Ort, sondern auf der ganzen Welt nachhaltig zerstört und damit ja, globale Krisen auslöst. Sie begeben sich gerade auf den Weg Richtung Abraumkante. Im Bereich der Abraumkante besteht Lebensgefahr. Hey, Leute, passt auf! Bringt uns euch in Gefahr, Leute! Was seid ihr? Oh, it's so mixed, the feelings. I'm both very happy to be here, to have made it inside the pit, but also, I know, I mean, it's shocking. Just look at it, it's, I can't find the words for it. It's like, just sad. Wir sind jetzt hier in diesem Kessel, was wir völlig okay finden, denn unser Ziel war es ja, in den Tagebau zu gelangen und hier den Verkehr aufzuhalten. Also die Förderbänder hinter und vor uns stehen still, dieser Bagger steht still. Das ist ein sehr ermutigender Moment, weil wir doch es geschafft haben, fast alle Menschen, die rein wollten, in den Tagebau mitzunehmen und das auch mit
ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die ganz viel unterschiedlichen Hintergrund haben. Und ich freue mich, dass so viele Leute sich das getraut haben. Dass wir keine Quecksilberbelastung in unseren Gewässern und in der Luft haben wollen, dass wir keinen großen Raubbau an der Natur haben wollen, dass wir keine belasteten Seenlandschaften zurücklassen. Und das ist, glaube ich, im Interesse von vielen Menschen. Und ich glaube, dass deswegen auch die Bewegung noch deutlich wachsen wird. Wir hatten bisher immer Probleme, dass der Widerstand überhaupt nicht so bekannt wird. Und das hat sich jetzt durch diese Aktion auch noch mal mächtig geändert. Und das ist ein ganz toller Erfolg für uns alle. Die ganz deutliche Botschaft jetzt schon mal ist, Ende Gelände, keine Kohlekraft mehr, kein Kohleabbau mehr, Climate Justice now. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich denke, da wird es noch starke Aktionen geben. Wir machen das ganze Dorf weg. Und in die Luft geht all der Dreck. Damit der Strom schön billig bleibt. Hauptsache die Rendite steigt. Mann, tu uns keinen Dreck an.